Denn unglaublich ist wirklich das richtige Wort, um diesen Trip oder auch diese Insel zu beschreiben. Zum einen natürlich unglaublich natürlich. Unglaublich ruhig. Und auch unglaublich schön. Ja, los ging der Ausflug um 10:30 vormittags in Colonia de San Jordi und mit einem kleinen Boot fuhren wir dann die knapp 20 Kilometer nach Caprera. Gut, eine Dreiviertelstunde hat's gedauert und dann waren wir auch schon auf der Insel und da gab's dann erstmal eine kleine Einweisung vom Touristenbüro. Zum Beispiel, dass man eben keinen Müll auf der Insel liegen lassen darf. Und das erste Ziel war, wie von fast allen, die Burg von Caprera. Liegt direkt über dem Hafen und der Weg ist schon nicht so weit, aber anstrengend, ja, oder? Ja, der hat's in sich auf jeden Fall, aber es lohnt sich, eine tolle Aussicht auf der Burg eben über die komplette Insel von Caprera. Und was auch sehr spannend ist, ist, dass man auf dem Weg unzählige Eidechsen findet. Das ist sowieso eine ganze Eidechseninsel. Also überall huschen die kurz über den Weg und sind gleich wieder weg. Und du hattest ein bisschen Angst, glaube ich auch, ja, oder? Ja, ein bisschen komisch ist es schon, wenn die zwischen deinen Füßen hin und her wirren. Also ich fand sie ja ganz süß und sie haben uns natürlich auch den ganzen Tag begleitet. Wir sind nämlich dann erstmal zum Strand. Ja, und das Wasser ist so wunderschön klar, dass man wirklich keine Sekunde zögert, um abzutauchen. Und übrigens unbedingt Schnorchel mitnehmen. Man sieht wirklich relativ viele Fische. Und nach einem kleinen Snack am Strand ging es dann auch weiter zum Caprera Museum. Für 2 Euro lernt man dann so einiges über die Geschichte sowie Flora und Fauna der Insel. Und wer mag, der kann auch noch richtig weit laufen zum Leuchtturm auf der anderen Seite der Insel. Auch die anderen Ausflügler waren ganz begeistert. Ja, uns hat es sehr gut gefallen hier auf der Insel. Am meisten haben die Kinder begeistert die kleinen Eidechsen, die man überall sieht und die Fische, die im Wasser direkt um einem um die Beine schwimmen. Ich fand es auch sehr schön. Die Überfahrt war toll, das Wasser ist schön, unberührte Natur und tolle Burg war oben. Sensationeller Ausblick, kann man nur empfehlen. Am besten gefällt mir, dass es hier total ruhig und idyllisch ist. Man fühlt sich ja einfach, ja, zurückversetzt. Ich finde es bombastisch. Ich komme mir vor wie Robinson Crusoe. Die Einsamkeit, die fast Ruhe. Hier sind noch ein bisschen mehr Leute, wie ich gedacht habe, aber trotzdem einfach ein Traum. Nee, schade, dass man nicht ganz hier bleiben kann. Und danach ging es noch nicht direkt zurück, denn um 3:30 kam noch das nächste Highlight. Der Besuch der Cueva Azul, also der blauen Grotte. Der Name ist wirklich Programm, denn die Farbe in dieser Höhle ist einzigartig, oder? Ja, das stimmt. Das ist ein ganz leuchtendes Blau, das durch den besonderen Lichteinfall in die Höhle entsteht. Und das Boot fährt wirklich komplett in diese Grotte rein und da darf man nacheinander reinspringen und das Wasser genießen und nach einer halben Stunde geht's dann auch wieder raus aus der Höhle und zurück nach Colonia San Jordi. Wir haben uns übrigens für die Classic-Tour entschieden. Aber es gibt noch andere Touren, die angeboten werden. Ja, und welche, das hat uns der Captain von Excursiones a Caprera verraten. Die Preise sind natürlich je nach Ausflugsart unterschiedlich. Es gibt viele verschiedene Touren, zum Beispiel Classic, Fast, Premium, Sunset und Sea Safari. Die Preise variieren zwischen 40 Euro für die Classic-Tour und 48 für die Premium-Fahrt. Wir hatten jede Menge Spaß und wenn Sie auch nach Caprera möchten, alle Infos zu den verschiedenen Ausflügen finden Sie wo? Auf www.excursionsacaprera.es. Und Vorsicht vor den Luchis? Vor den kleinen Eidechsen, genau.